Ich heiße Tamar Dreyfus, geboren bin ich 1938 in Vilna. Komm, Tami. Komm zu mir. Vor dem Krieg hatten wir eine sehr große Familie. Opa Honne und Oma Schifra. Meine Eltern Jascha und Jetta Shapiro. Tante Mitya und ihr Sohn Samuel. Polen wurde 1939 zwischen Deutschen und Sowjets aufgeteilt und Litauen wurde von den sowjetischen Truppen besetzt. Wir mussten unsere Wohnung in Vilna verlassen und eine neue Wohnung in Ponar ziehen. Als 1941 deutsche Truppen in Litauen einmarschiert waren, mussten wir erneut fliehen. Ab jetzt waren wir immer auf der Flucht. Tamars Großeltern wurden erschossen. Tamar darf es nicht wissen. Meine Eltern entschieden, mich bei meiner Tante Janina zu verstecken. Sie war als Kind entführt und ist deswegen in einem Kloster als Christin aufgewachsen. Also wusste niemand in der Umgebung, dass auch sie jüdisch war. Meine Mutter, mein Vater und ich mussten, um zu überleben, unsere jüdische Identität aufgeben. Von nun an hießen sie Jadwiga und Josef Strawinski. Ich wollte meinen Namen nicht aufgeben. Ich fand es sehr, sehr schlimm. Hör mir jetzt gut zu, Tamar. Du heißt ab heute nicht mehr Tamar. Du hörst ab heute auf den Namen Theresa. Das musst du dir gut merken. Das ist sehr wichtig. Hörst du? Ich hab dich ganz doll lieb. Jetzt sei schön artig und hör darauf, was Tante Janina dir sagt. Wir kommen wieder, Tamar, und holen dich ab. Du bist bei mir sicher. Mama und Papa sind nur kurz weg. Im Wald, in der Nähe von Ponar, erschossen Deutsche 70.000 Juden. Eines Tages stand ein deutscher Offizier vor der Tür. Er wurde ab sofort bei Tante Janina einquartiert. Mein Vater rasiert sich genauso. Ach ja, wie heißt denn dein Vater? Jascha Shapiro. Aber jetzt heißt er Josef Strawinski. So passierte es. Eines Tages habe ich mich verplappert. Frau Janina, das Kind muss weg, sonst müssen wir es melden. Wer bist du? Meine kleine Tamar, hör mir zu. Du musst mit mir mitkommen. Und wohin gehen wir jetzt?
Wir müssen von hier weg. Also mussten wir, um nicht auf der Stelle erschossen zu werden, ins Wilnauer Ghetto gehen. Im Ghetto wurden ständig Razzien durchgeführt. Da wurden die Menschen abgeführt und erschossen. Die Menschen haben es mitbekommen und versteckten sich während dieser Razzien im Bunker. Raus, sonst sprengen wir den Bunker. Raus! Raus, raus, sonst sprengen wir den Bunker. Alle Männer steigen in den Wagen. Abmarsch. Geh zu dem Waggon. Rein da. Sei still. Meine Mutter wusste, dass wir in den Tod geführt werden. Sie hatte dreimal versucht, mit mir zu fliehen. Man hat sie dafür jedes Mal brutal geschlagen. Meine Mutter hat aber nicht aufgegeben. Sie floh mit mir erneut. Sie nahm aus dem Kleiderhaufen ein Kleid aus, band mir eine rote Schleife ins Haar und ging mit mir raus. Im Hof standen ganz viele Soldaten. Mama, habe ich sie gefragt, sehen die Deutschen uns nicht? Bete, Tama, bete, sagte mir meine Mutter. Als wir vor dem Tod standen, flog dieser plötzlich vor uns auf. Meine Mutter nahm jede Arbeit an. Sie gab sich für eine Russin aus. Einmal kamen wir auf einen Bauernhof. Da gab es einen riesigen Hund. Er hieß Tigris. Meine Mutter hatte den Tigris gezähmt.
Es gab immer wieder Razzien, auch auf dem Bauernhof. Man suchte nach flüchtigen Juden. Klugheit und Mut, meine Mutter, haben uns erneut gerettet. Im Sommer kam die sowjetische Armee in den Ort und befreite uns. Wir fuhren dann zu Tante Janina in der Hoffnung, dass sie noch lebt. Wie groß war unsere Freude, als wir Tante Janina, Tante Mitya und ihren Sohn Samuel gefunden haben. Oh, meine Kleine, endlich sehe ich dich wieder. Oh, Gott sei Dank, ihr lebt noch. Bald danach kamen wir in ein DP-Lager, um von da aus nach Israel auszuwandern. Herzlich willkommen. Hier bist du jetzt sicher.